Recht aktuell, der Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Manns-Podcast Recht aktuell. Mein Name ist Elisabeth Meyer, ich bin Zeitschriftenredakteurin beim Verlag Manns. In unserem heutigen Podcast geht es um Arbeitnehmerschutz in einer digitalisierten Arbeitswelt mit auch neuen Arbeitsmitteln. Manche dieser Arbeitsmittel klingen ein wenig exotisch und futuristisch, wie Exoskelette oder Datenbrillen. Andere kennt man schon, die haben sich im Arbeitsalltag sozusagen schon eingeschlichen, Smartphones oder Notepads. Wie diese Arbeitsmittel arbeitsrechtlich zu beurteilen sind, erklärt uns heute Frau Doktorin Alexandra Holzer. Liebe Frau Doktorin Holzer, herzlich willkommen beim Manns Podcast. Vielen Dank, Frau Dr. Meyer, für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Ja, Frau Doktorin Alexandra Holzer ist juristische Referentin in der Dienstrechtsabteilung der Bildungsdirektion Oberösterreich. Vorher waren Sie an der JKU in Linz tätig. Und Sie haben vor kurzem ein Buch publiziert, das Praxishandbuch Arbeitnehmerinnenschutz in der digitalisierten Arbeitswelt. In Ihrem Buch geht es um Arbeitnehmerschutz in Verbindung mit neuen technischen Hilfsmitteln wie Robotern, Exoskelette, Wearables, aber eben auch so bekanntere Sachen wie Smartphones oder Tablets, Datenbrillen auch. Was kann man denn sich unter einer digitalisierten Arbeitswelt, wie sie auf Ihrem Buchtitel steht, verstehen? Ja? Hier geht es eigentlich um die häufig genannte Arbeit 4.0, die ist, glaube ich, ein bisschen geläufiger, ist in aller Munde irgendwie ein bisschen bekannter. Dieser Begriff ist im Kontext vor allem zur vierten industriellen Revolution entstanden und umschreibt im Endeffekt die Veränderungen, die sich eben durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt, in der Arbeitsweise ergeben haben und ist eben ganz stark geprägt von dieser Digitalisierung und dient eben dazu, dass zum Beispiel Prozesse digital unterstützt werden oder bis hin auch zur Vollautomatisierung von Prozessen. Durch den Einsatz von IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie, wird das Ganze dann sozusagen auch vereinfacht oder halt ermöglicht, sagen wir so, dass es eben zum Beispiel zu einem zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten kommt, dass man global vernetzt ist, dass Programme, Prozesse und dergleichen global vernetzt sind, beziehungsweise auch, dass es zu einer Vollautomatisierung von Arbeitsprozessen kommt. Das ist auch sehr facettenreich, beziehungsweise ist die Breite sehr groß, sage ich mal. Das reicht hin vom Einsatz des in unser aller täglichen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenkenden Einsatz des banalen Laptops sozusagen, hin zur elektronischen Datenverarbeitung. Kaum mehr gibt es einen wirklichen Handakt, sage ich jetzt einmal, bis hin eben zur vollständigen Übernahme einer Arbeitstätigkeit durch Programme, Maschinen und dergleichen. Aber diese genannten Technologien wie Cobots, Exoskelette befinden sich sozusagen irgendwo da in dieser Range. Und ich habe diese im Endeffekt in meinem Buch nur herangezogen, damit man sozusagen die dahinterstehende Fragestellung plakativ aufzeigen kann und auch die möglichen Probleme. Ja, das klingt ja irgendwie nach vielen neuen Möglichkeiten. Was sind da die Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen? Was sind die Nachteile? Also Vorteile natürlich werden darin gesehen, gerade in einer schnelleren, effizienteren Art und Weise der Arbeitsverrichtung. Es wird auch sozusagen immer wieder suggeriert, beziehungsweise es wird einem Computer, einem Programm immer sozusagen die Richtigkeit, dass dieser immer richtige Ergebnisse liefert, sozusagen zugesprochen. Kann man jetzt dahinstellen, sage ich jetzt einmal. Hat, glaube ich, jeder Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Ja. Genau. Und das ist sozusagen, diese Garantie für Richtigkeit verspricht vermeintlich auch schnellere und bessere Ergebnisse. Ja. Das sind natürlich die Vorteile. Es sollte auch zu einer Entlastung der Arbeitnehmerinnen kommen, aber natürlich auch der Arbeitgeberinnen, ist eh ganz klar. Und diese Entlastung sollte aber auch sozusagen die Gesundheit, zur Gesunderhaltung der Belegschaft beitragen. Die Frage, die sich hier mir aber gestellt hat, ist, jeder kennt es, diese einfachen, repetitiven Arbeiten, die man so im Arbeitsalltag erledigt, sind eine willkommene Abwechslung zu diesen geistig anstrengenden Arbeiten. Mhm. Das heißt, diese einfachen Arbeiten, die vielleicht wegfallen, führen zu einem Mehr an geistig anspruchsvoller Arbeit und es ist dann eigentlich ein vermehrter Zeitdruck, Stress und auch durch diese neuen Technologien, ich
denke, wir kommen im Laufe des Gesprächs noch dazu, ja, kommt es auch immer mehr zu einer Kontrolle. Mhm. Also nicht, muss nicht zwangsläufig sein, aber die Kontrollmöglichkeit ist eine ganz andere. Ich sage einfach nur Stichwort gläserner Arbeitnehmer, gläserne, ja, Arbeitnehmerin. Und durch diesen erhöhten Zeit- und Konkurrenzdruck und auch diesen Stress wird es zwar sozusagen die körperlich anstrengenden Tätigkeiten werden zwar vielleicht weniger, weil das vielleicht Maschinen übernehmen können, was durchaus natürlich positiv ist natürlich, für die, ja, für die physische Gesundheit, aber die Belastungen auf der psychischen Seite, eben der Stress, Konkurrenzdruck, Zeitdruck, das ist natürlich auf psychischer Seite eine enorme Belastung, mhm, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja, das kennt, glaube ich, eh jeder. Mit schnellen Medien, wie, also schnellen Möglichkeiten der Kommunikation, wie E-Mail, wird einfach der Druck, dass man schnell reagiert und rasch reagiert, viel, viel größer. Also Briefe schreibt heute, glaube ich, wirklich niemand mehr. Genau, und diese Entgrenzung von Arbeit und Freizeit ist halt dieser Digitalisierung, dieser Arbeit 4.0 immanent. Ja, ja, natürlich. Es geht dann alles ineinander über. Ja. Wie jetzt das mal ganz grundsätzlich, wie sind Arbeitnehmer durch das ArbeitnehmerInnen durch das Arbeitsrecht eigentlich geschützt? Wie schauen da die gesetzlichen Regelungen aus? Also grundsätzlich ist das Arbeitsrecht an sich ja ein Schutzrecht. Ich habe mich jetzt beim Arbeitnehmerinnenschutz konkret auf diesen technischen Arbeitnehmerinnenschutz sozusagen fokussiert, weil das andere wäre ein bisschen zu weitreichend. Es geht hier vor allem sozusagen um die Gesunderhaltung der Belegschaft. Mhm. Und unter Gesundheit versteht man eben die psychische und die physische Gesundheit. Das ist auch ganz wichtig. Und hier ist sozusagen, das hat sich seit wirklich schlagend war es 1960 mit Inkrafttreten der Fürsorgepflicht im ABGB, ja, im Paragraph 1157 und gleichlautende Regelungen zum Beispiel im Paragraph 18 Angestelltengesetz. Ja. Da ist dann viel Zeit vergangen, bis eigentlich dann 1972 das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz erstmals so in dieser Form, wie wir heute kennen, mhm, auch erlassen wurde. Und dann schlussendlich mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahre 1995 ist es dann wirklich zur Erlassung des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes, wie wir es heute kennen. Also das AGG, ne? Genau, das AGG kurz. Wird ja eher stiefmütterlich behandelt, deswegen kennt man es vielleicht jetzt nicht so. Und das deswegen, weil in der EU halt es sozusagen Mindestvorschriften gibt, die die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen vorschreiben und diese müssen eben im nationalen Recht umgesetzt werden. Und da gibt es zahlreiche Nebenrichtlinien, die dann wiederum mittels Verordnungen im nationalen, mhm, Recht umgesetzt werden. Also Arbeitsmittelverordnung, Maschinenverordnung, mhm, persönliche Schutzausrüstungsverordnung. Also es gibt zahlreiche, okay, sehr facettenreiche. Ja. Wie schaut, meine Fürsorgepflicht kennt man auch aus dem Studium, AGG, wie schaut das Verhältnis zwischen den beiden eigentlich aus? Was geht das eine dem anderen vor oder wie ist das? Also das ist ein bisschen ein schwierigeres Verhältnis oder eigentlich kann man sagen, die Fürsorgepflicht stellt die Wurzel des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes dar. Es bleibt aber nicht nur sozusagen bei dieser Wurzelfunktion, mhm, möchte ich jetzt einmal nennen, weil die Fürsorgepflicht geht auch zum Teil weiter als das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Verstehe. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Gesundheit und das Leben der Arbeitnehmerinnen geht, dann konkretisiert das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz die Fürsorgepflicht. Mhm. Gleichsam konkretisieren dann diese ganzen Verordnungen, zum Beispiel eben die Arbeitsmittelverordnung, dann wiederum das AGG. Ja, okay, die Fürsorgepflicht schützt aber zum Beispiel auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Persönlichkeit der Arbeitnehmer, die ist wiederum vom AGG nicht erfasst. Weswegen dann sozusagen die Fürsorgepflicht hier sozusagen, nennen wir es, eine Sonderstellung einnimmt. Ja. Das heißt, sie dient sowohl als Basis, als auch für all jene Fälle, die das AGG nicht erfasst, auch etwas als Auffangnetz. So ein bisschen Generalklausel auch, ne? Genau, also ja, diese Generalklauselfunktion, ja. Schauen wir uns vielleicht diese einzelnen neuen Arbeitsmittel konkret an. In der klassischen Büroarbeit, Laptop, Handy, Tablet, das kennt man. Aber es gibt auch in Bereichen, wo man es jetzt nicht so vermutet, im täglichen Kundenkontakt, elektronische Arbeitsmittel, die sogenannten Orderman. Das habe ich zum ersten Mal in einem Buch gelesen. Es kennt, glaube ich, jeder. Aber können Sie mal ein bisschen erklären, was das ist? Ja, im Endeffekt ist ein Orderman, das kennt man wahrscheinlich hauptsächlich aus der Gastronomie, dieses Gerät, was die Kellnerin, der Kellner in der Hand hat und die Bestellung eingibt. Mhm. Und
also ein Bestellsystem sozusagen, das dann an die Küche, an die Bar, wie auch immer die Bestellung weitergibt und dort wird es im besten Fall hergerichtet. Ja. Und dann kann man dann sozusagen auch noch ein elektronisches Boniersystem, wird es auch bezeichnet, mit dem dann eben auch die Rechnung zum Beispiel beglichen werden kann. Ja. Und das ist ja ungefähr die Größe eines Smartphones oder teilweise ist es auch schon größer oder kleiner, da gibt es verschiedene Ausgestaltungen. Man kennt es vielleicht auch von den Paketdiensten, wo man dann auf diesem kleinen Feld mit dem Finger oder mit dem Stift leserlich unterschreibt. Genau, leserlich. Was meistens nicht gelingt, aber man freut sich, wenn es doch geht. Genau, und da ist jetzt sozusagen die Frage gewesen, ob das auch zum Beispiel als Bildschirmarbeitsplatz gesehen werden kann, weil es handelt sich um einen Bildschirm. Ja, es ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, ja, es ist ein Bildschirm. Ja, in dem Fall bin ich halt dann zu dem Erkenntnis gekommen, dass es sich nicht um Bildschirmarbeit handelt, im Sinne der, also schon um Bildschirmarbeit, aber es fällt nicht unter die Schutzbestimmung der Bildschirmarbeitsverordnung, weil einfach die Zeit, die man direkt mit dem Bildschirm tätig wird, nicht, also in diesem konkreten Fall, nicht den Vorgaben der Bildschirmarbeitsverordnung entspricht. Mhm, verstehe. Andere neue Technologien sind die sogenannten Wearables. Das kennt man auch also ein bisschen aus dem Sportbereich. Viele haben, also auch Hobbysportler, nicht nur Profisportler, haben so eine Smartwatch oder eine Sportuhr, eine Fitnessuhr. Was sind da die Anwendungsbereiche im Arbeitsalltag? Oder was kann man sich da im Arbeitsalltag drunter vorstellen? Also, wie Sie richtig gesagt haben, das klassische Beispiel ist dieser Fitness-Tracker, den man eben aus dem privaten Bereich hauptsächlich kennt. Diese können aber auch zum Beispiel in Unternehmen eingesetzt werden, damit man zum Beispiel an Arbeitnehmerinnen, die sich im Unternehmen aufhalten, sich zum Beispiel in einen Gefahrenbereich begeben, möglicherweise eine Warnung schicken kann oder einen Hinweis schicken kann, bitte hier Sicherheitsweste anziehen, Helm aufsetzen oder dergleichen. Man kann diese aber auch sozusagen als, wie soll ich sagen, als kleinen Benefit oder kleine Belohnung für die Arbeitnehmerinnen. Manche Arbeitgeber neigen ja dazu, dass sie Geschenke den Arbeitnehmerinnen machen und diese dann den Arbeitnehmerinnen zur Verfügung stellen. Mhm. Was ist jetzt da aus arbeitsrechtlicher Sicht die Gefahr für die Arbeitnehmerinnen dabei? Also es klingt ja eigentlich sehr positiv, ne? Ich gehe in den Gefahrenbereich, dann werde ich gewarnt oder kriege einen Hinweis. Wo ist das Problem? Ja. Also wenn man jetzt nur von der Warnfunktion sozusagen aus geht, ist natürlich kein Problem und hat natürlich auch seine Vorteile. Problem ist es dann, weil es muss ja auch irgendwie herausfinden, wo ich mich befinde. Ja. Und dann fängt das Problem, eigentlich das arbeitsrechtliche oder arbeitnehmerschutzrechtliche Problem eigentlich an, in dem Sinn, wenn es zum Beispiel mit GPS-Trackern ausgestattet sind. Wenn ich meine Arbeitnehmerinnen lokalisieren kann, wenn ich von meinen Arbeitnehmerinnen dann Gesundheitsdaten erhebe, ermittle, verarbeite, also da kann ich vom Stressfaktor über den BMI bis hin die Atemfrequenz, die Gesundheit generell, die Herzrate, Puls, kann ich ja alles erheben. Und dann weiß ich auch noch zum Beispiel, wie lange hat sich ein Arbeitnehmer in einem gewissen Bereich aufgehalten. Ich könnte damit rein theoretisch Pausen kontrollieren, ich könnte kontrollieren die Effizienz, ich könnte herausfinden, wie lange braucht denn ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, wenn sie sich zum Beispiel in einer gewissen Station befindet, zur Verrichtung dieser Tätigkeit. Ja. Und da haben wir natürlich eine Kontrollintensität, die vom Arbeitsrecht so nicht vorgesehen ist und auch nicht wünschenswert ist. Ja. Das ist dann schon relativ intensiv, wenn man das alles nachverfolgen kann. Ne? Genau. Ja. Haben Sie auch Erfahrungswerte, also wenn jetzt mehrere Arbeitnehmer solche Wearables tragen, wird das dann auch miteinander verglichen? Gibt es sowas in der Realität, dass man wirklich sagt, okay, der eine braucht so lang, der andere braucht so lang? Also das Problem ist, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es das jetzt schon gibt oder ob das gemacht wird. Nur dazu, dann ist es ja sowieso arbeitsrechtlich einmal das Hinterfragen. Ja. Aber rein theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit, wenn dem Arbeitnehmer alle Gesundheitsdaten übermittelt werden und alle GPS-Koordinaten und dergleichen, bestünde natürlich auch die Möglichkeit, dass ich Arbeitnehmerinnen hinsichtlich ihrer Arbeitsleistung auch vergleiche. Ja. Ja.
Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung über solche Variables abschließt? Wäre das eine Möglichkeit, das rechtlich ein bisschen auszugleichen? Ja? Also meines Erachtens nicht nur sinnvoll, sondern auch zwingend erforderlich, okay. Weil es meines Erachtens nach, also vor allem wenn GPS-Tracker zum Einsatz kommen, einen Tatbestand der notwendigen Betriebsvereinbarung nach § 96 Absatz 1 Ziffer 3 AVG darstellt, also Systeme zur Kontrolle von Arbeitnehmerinnen, die Menschenwürde berühren. Dass hier eine Kontrolle vorliegt, glaube ich, ist unzweifelhaft und der Tatbestand stellt ja nur auf die objektive Kontrolleignung ab, was ja hier objektiv ist es möglich, auch wenn der Arbeitgeber gar nicht das Ziel hat. Vielleicht möchte er wirklich die Arbeitnehmerinnen sozusagen nur motivieren mit einem kleinen Goodie. Also. Mit einem Goodie, genau. Also die objektive Kontrolleignung ist ausschlaggebend. Da muss aber dazu kommen noch sozusagen das Berühren der Menschenwürde. Also wenn es sozusagen die Kontrollintensität sehr hoch ist, wenn in die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer eingegriffen wird. Und wenn ich Gesundheitsdaten erhebe, die ja zu der Privatsphäre des Arbeitnehmers gehören, dann ist das ein derartig hoher Eingriff, eine derartig hohe Eingriffsintensität, dass man schon eigentlich schauen muss, ob es überhaupt zulässig ist. Ja. Und wenn man zu dem Schluss kommt, es ist zulässig, dann muss ich natürlich eine Betriebsvereinbarung abschließen und dann in dieser Betriebsvereinbarung auch sozusagen Maßnahmen festlegen, wie kann ich denn die Persönlichkeit der Arbeitnehmerinnen schützen. Ja. Jetzt also die fast zwangsläufige Frage, was ist jetzt in Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt, wo es halt dann keine Betriebsvereinbarung in dieser speziellen rechtlichen Form abgeschlossen werden kann? Was gäbe es da für rechtliche Alternativen? Da ist dann der § 10 AFRAG, Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, einschlägig, der eben besagt, wenn kein Betriebsrat eingerichtet ist, dass es dann der Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers, der einzelnen Arbeitnehmerin bedarf. Hier ist aber natürlich zu bedenken die verdünnte Willensfreiheit des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin im Arbeitsverhältnis aufgrund des hierarchischen Machtgefälles, sage ich es jetzt einmal ganz hochtrabend, aber sind wir uns ehrlich, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, die einen Zettel vorgelegt bekommt und sagt, unterschreib, wird in der Regel unterschreiben. Ja. Genau. Deswegen ist die Zustimmung da hier ein bisschen schwierig zu sehen oder zu hinterfragen, sage ich mal so, ja. Weil man immer auch, man ist ja immer auch um Sorge um seinen Arbeitsplatz natürlich. Ne? Also. Natürlich, ja. Und man will vielleicht, auch wenn es vielleicht keine konkrete Sorge um einen Arbeitsplatz ist, man will jetzt hier keine Fragen aufbrechen oder irgendwelche großen Diskussionen beginnen. Ne? Genau. Ein Beispiel, das man jetzt auch aus Arbeitsmitteln, die man aus Filmen kennt, das sind Datenbrillen. Ja. Das schaut dann meistens dort sehr futuristisch aus und recht cool aus und der Protagonist kriegt irgendwelche wichtigen Informationen in die Datenbrille eingespeichert und dann hat der Plot irgendeine rasend spannende Wendung. Wie schaut es denn im normalen Arbeitsalltag aus? Ja? Also bei den Datenbrillen ist grundsätzlich mal zwischen VR- und AR-Brillen zu unterscheiden. VR-Brillen sind sogenannte Virtual Reality-Brillen. Da befindet sich der Träger dieser Brille in einer rein virtuellen Welt. Das kennt man zum Beispiel eher aus diesem Gaming-Bereich. Ja. Und dann gibt es auch noch die AR-Brillen, das sind Augmented Reality-Brillen. Da wird die reale Welt um Objekte angereichert, virtuelle Objekte angereichert. Das kann man sich jetzt zum Beispiel, also ein praktisches Anwendungsbeispiel wäre Simulationszwecke, Übungszwecke, für zum Beispiel schwierige Operationen, dass man das zum Beispiel einmal simuliert, dass man das einmal nicht am Menschen, sondern an dieser Simulation übt. Oder auch, es könnte zum Beispiel in der Automobilindustrie, dass dem Mechaniker, der Mechanikerin, dazu muss ich aber sagen, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, der diese Datenbrille aufhat, sieht in den Motorraum, zum Beispiel beim alljährlichen Service und sieht sofort, mit einem Blick erkennt die Datenbrille, okay, der Teilriemen zum Beispiel gehört, getauscht, blendet dann ein, welche Werkzeuge ich benötige, kann vielleicht sogar den Lager,
Bestand abrufen, ja, perfekt, ja. Und feststellen, gibt es noch genug Keilriemen, die genau hier erforderlich sind? Brauche ich vielleicht neue, setzt vielleicht sogar einen Bestellvorgang in Gang oder sagt, wo sich dieses Werkzeug gerade befindet. Also das, oder auch ein Innenarchitekt könnte zum Beispiel mit einer AR- oder VR-Brille, je nachdem wie weit das Haus sozusagen schon fertig ist, könnte auch eine Raumgestaltung vornehmen. Und dann macht es das Ganze auch für die Kunden auch wieder sozusagen ansehnlich oder anschaulicher. Ja, und die könnten dann auch sowas aufsetzen und würden das dann auch mitsehen können. Sozusagen. Genau. Ja, das klingt... Klingt sehr spannend, was es da gibt. Und was sind jetzt bei solchen Datenbrillen die Problemfelder? Weil das klingt ja auch als nur positiv. Ne? Man bekommt zusätzliche Informationen, Wege verkürzen sich vielleicht, ich weiß genau, was ich brauche. Wo ist das Problem? Ne? Also da kommt es halt jetzt einmal, wenn ich jetzt einmal die physischen Aspekte sage, so eine Datenbrille hat natürlich auch ein bisschen ein Gewicht. Es gibt natürlich jetzt, wird natürlich immer geschaut, dass es leichter wird, aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit einer normalen Lesebrille. Da muss man natürlich auch sagen, es kann durchaus die Nackenmuskulatur beanspruchen. Überdies kann es natürlich auch zu sogenannten Virtual Sickness kommen. Das kann man sich vorstellen wie Sehkrankheit. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht kennen, wenn man sich einen 3D-Film anschaut, dann leiden manche Personen daran, dass ihnen dann so leicht schwummrig wird, ein bisschen übel, so, ja. Genau. Und das kann durch das, dass der Bildschirm direkt vor den Augen ist und was eingeblendet wird, kann es dazu kommen. Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, ich habe einen Bildschirm direkt vor den Augen. Ja. Sehbeschwerden können hier durchaus sozusagen, kann es durchaus zur Folge haben. Hier ist natürlich dann auch die Frage, handelt es sich hierbei um einen Bildschirm? Wenn ich das jetzt sehr lange trage, also wenn man jetzt in die im Zeitrahmen der Bildschirmarbeitsverordnung geht, dann kann man schon sagen, naja, das wäre eigentlich über eine Bildschirmarbeit. Mhm. Erfasst natürlich die Bildschirmarbeitsverordnung, die von aus dem Jahre 1997 ist, natürlich nicht. Und jetzt war halt die Frage, naja, kommen diese Bestimmungen dann überhaupt zur Anwendung? Sind die Arbeitnehmerinnen, die diese Brillen tragen, geschützt? Was war da Ihre Konklusion? Meine Konklusion war im Endeffekt, dass das AGG, also konkret die Bildschirmarbeitsverordnung, auf sehr schwierigen interpretativen Wege natürlich irgendwie schon Anwendung finden kann. Als Auffangnetz dient hier dann aber wiederum die Fürsorgepflicht. Haben wir sie wieder. Genau, da haben wir sie wieder. Sie haben auch ein paar andere Arbeitsmittel noch beschrieben im Buch, die auch so futuristisch wirken, so Exoskelette und Cobots. Was ist denn das und wo kommt das zur Anwendung? Also beim Cobot handelt es sich um einen kollaborierenden Roboter. Das muss man sich so vorstellen, das ist eine Mensch-Roboter-Kollaboration. Also bisher kennt man es so, dass zum Beispiel ein Roboter hinter Zäunen, Gittern oder dergleichen sozusagen eingesperrt ist und nicht herauskommt, sage ich jetzt einmal. Und beim Cobot geht es genau um diese Mensch-Roboter-Kollaboration, also ein Zusammenarbeiten von Mensch und Maschine. Ohne eben diese Gitterzäune und dergleichen. Also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, ein Cobot hält ein Fertigungsteil und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin schraubt eine Schraube hinein. Der Cobot dreht dieses Fertigungsteil, wenn es sich zum Beispiel um ein sehr schweres Fertigungsteil handelt. Der kann das dann auf Augenhöhe halten. Der Arbeitnehmer muss nicht über Kopf arbeiten, muss sich nicht bücken oder dergleichen. Kann aber auch zum Beispiel als Schweißroboter, also Schweißcobot sozusagen, das dient vor allem auch dazu, dass dieser giftige Schweißrauch, dass dem nicht mehr die Arbeitnehmerinnen ausgesetzt sind. Es klingt vor allem so im Industriebereich halt relevant, so Fertigungsstraßen. Und bei den Exoskeletten oder werden auch teilweise als Ergoskelette bezeichnet, diese wurden grundsätzlich einmal entwickelt, um Querschnittsgelähmten wieder das Gehen zu ermöglichen, werden auch als Roboteranzüge sozusagen bezeichnet, wurde dann vom Militär übernommen, weil es damit ermöglicht wurde, lange Märsche mit viel Gewicht sozusagen zu
bewältigen. Und hier unterscheidet man zwischen aktiven und passiven Exoskeletten. Bei den aktiven Exoskeletten, diese sind pneumatisch oder sind mit einem Motor ausgestattet. Und das kann man sich wirklich als Anzug vorstellen, okay, indem man dann so Terminator-mäßig drinnen ist. Und dann gibt es noch die passiven Exoskelette, die funktionieren mit Stützen, Federn und dergleichen und sind dementsprechend auch viel leichter. Ja. Da kommen wir auch wahrscheinlich zu Problemen bei diesen Dingen. Sie sind schwer, ne? Im Regelfall. Genau. Ja. Also das ist dann auch beim Arbeitnehmerschutz wahrscheinlich zu beachten. Ne? Genau, also natürlich unterstützen die Cobots zum Beispiel den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin beim langen Stehen, beim langen Gehen, beim Heben, beim Tragen, bei Überkopfarbeiten. Aber Fakt ist, es kann zu Wechselwirkungen kommen, weil es muss ja zum Beispiel irgendwo die Kraft umgeleitet werden, sage ich jetzt mal, vom Nacken in den Oberschenkel, in den unteren Rücken oder eben das hohe Eigengewicht. Es kann zu Quetschungen kommen. Exoskelette sind zum Teil auch nur sozusagen auf die Größe, die Figur eines Standardmanns, einer Standardfrau ausgerichtet. Und dann kann es, wenn man vielleicht von dieser Norm etwas abweicht, schon wieder schwierig werden. Ja. Genau, ja. Und ist natürlich auch eine Frage zum Beispiel im Falle eines Notfalles, Brandgefahr, kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterstützung beim langen Stehen habe, bei den Füßen, bei den Beinen, kann ich dann zum Beispiel schnell flüchten? Ist das möglich? Also lauter sicher Überlegungen. Ja. Ja, also einen Gefahrenbereich dann auch wieder verlassen können. Ne? Genau. Mhm, ja. Die sind ja sicher auch, diese Exoskelette und Cobots, sicher auch mit Sensoren und oder Kameras ausgestattet, eben auch um die Sicherheit zu gewährleisten. Da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder so ähnliche Probleme wie bei den Wearables, oder? Ja, genau. Also es kommt auch hier wieder darauf an, mit welchen Sensoren oder Kameras diese Cobots ausgestattet sind. Es geht ja vor allem darum, dass es eben nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Mensch und Maschine kommt. Mhm. Das kann natürlich jetzt zum Beispiel auch noch mit einem Wärmesensor sein. Dann habe ich natürlich nicht so eine hohe Eingriffsintensität, wie wenn es jetzt natürlich mit einer Kamera ist. Ja, aber es kann natürlich auch Sensoren geben, die anthropometrischen Daten der Arbeitnehmerinnen nehmen, also Armlänge, Beinlänge und dergleichen. Und diese zum Beispiel speichern, dass man dann nur mal sagen muss, okay, Benutzer 1 ist jetzt hier und dann weiß der Cobot ungefähr, wie diese Person ausgestaltet ist. Aber hier haben wir natürlich wieder ähnliche Probleme hinsichtlich Persönlichkeitsrechte, Eingriffsintensität, Kontrolle. Ja. Wobei es natürlich jetzt gerade in dem Zusammenhang sinnvoll ist, wenn diese Cobots also auf den individuellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eingehen können, unter Anführungszeichen, eben weil sie solche Größenangaben oder sowas kennen. Ne? Natürlich, ja. Das ist ja sozusagen dann auch zum Schutz der Arbeitnehmerinnen, aber hier bedarf es dann eben bei der Maßnahmenfestlegung, wie denn die Persönlichkeit geschützt werden kann, ein bisschen eine Interessenabwägung hinsichtlich Eingriff in die Persönlichkeit und auch betriebliche Interessen. Ja. Da gibt es sicher auch Rechtsprechung dazu, oder? Zu Cobots jetzt an sich nicht. Ja, gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Genau, aber grundsätzlich hat sich der UGH natürlich mit dieser Thematik hinsichtlich Kontrolle, gerade § 96 Absatz 1 Ziffer 3 AVG, sehr oft mit dieser Thematik hinsichtlich Kontrollintensität berührender Menschen würde sehr oft sozusagen auseinandergesetzt. Und hier geht es eben immer um die objektive Kontrolleignung und ob es zu einem Berühren der Menschenwürde kommt. Da waren zum Beispiel mal die Fingerscans im Krankenhaus. Ich glaube, die sind eh eher bekannt. Ja, genau. Oder gar nicht so lange her, im Jahre 2020, mit GPS-Trackern in Dienstwegen hat der OGH auch ausgesprochen, dass das sozusagen eine Zustimmung durch den Betriebsrat mittels in Form einer Betriebsvereinbarung bedarf. Genau. Ja. Also in dem Zusammenhang auch eine andere Frage, Arbeitsplatzevaluierung. Wie wird denn das? Wie funktioniert denn das? Werden da auch Strafen verhängt, wenn jetzt mal draufkommt, es passt etwas nicht, weil eben die Menschenwürde berührt ist oder der Eingriff zu intensiv ist? Bei der Arbeitsplatzevaluierung geht es sozusagen
das stellt das Herzstück des Arbeitnehmerinnenschutzes dar. Und hier geht es rein sozusagen um die psychische und die physische Gesundheit und um die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, die am Arbeitsplatz herrschen. Man kann sich das ungefähr in einem fünfstufigen Modell vorstellen. Also erst ermittelt man mal die Gefahren, dann beurteilt man diese Gefahren, wie hoch denn das Risiko ist, dass diese Gefahr eintritt. Dann legt man Maßnahmen fest, wie denn gegen diese Gefahr vorgegangen werden kann, wie diese vermindert, verringert oder sozusagen ganz hintangehalten werden kann. In einem weiteren Schritt ist dann sozusagen mal zu schauen, passt denn das noch? Also ob das sozusagen noch effektiv ist, ob die Maßnahmenlegung, die man sich sozusagen gemacht hat, ob das auch effizient ist für den Arbeitnehmerinnenschutz. Und dann bedarf es gegebenenfalls der Überprüfung und Änderung. Und das ist ein dynamischer Prozess, das ist immer wieder. Ist klar. Aber da sind wir jetzt genau bei diesem Punkt. Das AGG umfasst sozusagen nicht die Persönlichkeitsrechte. Da wären wir dann wieder bei der Fürsorgepflicht. Aber natürlich kann man das auch einfließen lassen, ist aber sozusagen eigentlich nicht von der Arbeitsplatzevaluierung in dem Sinne vorgesehen. Hinsichtlich der Strafen ist es so, dass es grundsätzlich eine Verwaltungsübertretung darstellt nach § 130 AGG, wenn das nicht gemacht wird. Dies vom Arbeitgeber zu machen, ist vielleicht von der Arbeitgeberin zu machen, ist vielleicht jetzt auch noch zu erwähnen. Und hier ist es aber schon so, dass man ehrlicherweise zugeben muss, dass nicht sofort im AGG Strafen verhängt werden, sondern vielmehr auch mal ermahnt wird, darauf hingewiesen wird, nicht zugleich eine Sanktionierung in Form einer Geldstrafe sozusagen man verhängt. Man versucht noch Lösungen zu arbeiten und dann schaut man weiter, ne? Genau. Ja. Und da arbeiten wahrscheinlich auch Mediziner mit in solchen Evaluierungsprozessen, oder? Genau, mitunter können die Arbeitsmediziner, Arbeitsmedizinerinnen, also das ganze innerbetriebliche Netzwerk zum Arbeitnehmerinnenschutz, also Sicherheitsvertrauenspersonen, auch der Betriebsrat, Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner, Arbeitsmedizinerinnen, Ergonomen, Arbeitspsychologinnen und dergleichen, also je nach Größe des Betriebes, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, welche Kräfte ich sozusagen einsetzen muss, welche mir von zum Beispiel der AUVA oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden. Diese arbeiten dann an der Evaluierung mit. Aber grundsätzlich ist es Aufgabe des Arbeitgebers, dass dieser die Evaluierung des Arbeitsplatzes vornimmt. Das heißt, das Arbeitsinspektorat erfährt sozusagen vom Arbeitgeber davon. Da gibt es keine Meldepflichten oder sonst irgendwas in der Richtung? Ja? Nein, es gibt also in dem Sinn keine Meldepflichten. Das läuft normalerweise so ab, dass das Arbeitsinspektorat in einen Betrieb geht, entweder weil das veranlasst worden ist oder einfach mal eine regelmäßige Kontrolle. Oder sie haben auch so sozusagen immer gewisse Themenbereiche, Schwerpunktaktionen, wo sie geben genau eine gewisse... So spartenmäßig oder ja, genau, also zum Beispiel PV-Anlagen oder dergleichen. Genau, und da wird das angesehen und dann fragt man als erstes einmal die Gesundheits- und Sicherheitsschutzdokumente, wo sind denn die? Da fangst du gleich mal an wahrscheinlich. Ne? Genau, und wenn dann schon einmal lange gesucht wird und nicht gefunden wird, dann ist schon mal das genauer zum Anschauen und dann wird also gleich einmal geschaut, die Arbeitsplatzevaluierung, weil aus dieser Arbeitsplatzevaluierung ist schon viel erkennbar, wie genau ist die gemacht worden, wann ist die das letzte Mal gemacht worden, ist eine dicke Staubschicht über dem Ordner. Ja. Da erfährt man schon ein bisschen, wie denn die Haltung zum Arbeitnehmerinnenschutz im Betrieb sozusagen ist. Ja. Genau. Eine Frage, die es jetzt auch fast zwangsläufiger gibt, Schutzpflichten gut und schön, aber was mache ich jetzt als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, wenn das nicht funktioniert, wie kann ich das dann durchsetzen in der Praxis? Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das AGG, wie gesagt, liefert eigentlich nur Verwaltungsstrafen. Das ist jetzt natürlich relativ... Davon hat der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin vielleicht nicht so viel. Ja? Genau. Dann weiters gibt es noch den Schadenersatz. Da muss es aber erst einmal zu einem Schaden kommen. Das heißt, da ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Das sollte ja eher präventiv, beziehungsweise bevor etwas passiert, sollte ja schon was sein. Dann habe ich noch ein Leistungsverweigerungsrecht als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin.
wenn mir jetzt zum Beispiel kein Sicherheitsschuh zur Verfügung gestellt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit des vorzeitigen Austritts, wenn wirklich eine Gefährdung der Gesundheit besteht. Ist natürlich alles nicht sehr vorteilhaft für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin. Ja, und für die eine weitere Zusammenarbeit ist vielleicht auch nicht, wird damit auch nicht gefördert, ne? Genau, also wenn ich wirklich an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert bin, werde ich weder einen Schadenersatz noch ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen. Genau. Ja. Das heißt, man sollte sich wahrscheinlich einmal innerbetrieblich versuchen, mit dem Arbeitgeber zu einigen, mit der Arbeitgeberin und irgendwie da konsensual irgendwas schauen, dass man was zusammenbringt sozusagen. Ne? Genau, also deswegen hat man auch innerbetriebliche Akteure, dass man mal zur Sicherheitsvertrauensperson geht, zum Betriebsrat. Natürlich am sinnvollsten wäre es, einen Erfüllungsanspruch geltend zu machen, also dass ich den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin direkt sozusagen dazu auffordere, ein Verhalten zu setzen. Ja. Das ist aber gerade in der Rechtsprechung und Literatur sehr strittig, ob denn so ein Erfüllungsanspruch überhaupt existiert. Okay, also da haben wir noch offene Fragen sozusagen. Genau, also es wird, das Problem dabei ist, dass sozusagen ein Teil der Lehre sich darauf bezieht, dass man ein Recht auf Beschäftigung haben muss, dass man einen Erfüllungsanspruch geltend machen kann, weil sozusagen nur wenn ich einen Anspruch auf Beschäftigung habe, habe ich auch einen Anspruch darauf, wie denn diese Beschäftigung ausgestaltet wird. Mhm. Und wird sozusagen abgeleitet daraus, dass diese normalen Schutz- und Sorgfaltspflichten nicht selbstständig einklagbar sind. Ja. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen auf ein Recht auf Beschäftigung hat, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, darauf möchte ich jetzt aber nicht in dieser Detailliertheit eingehen, dann ist natürlich ein Erfüllungsanspruch schon möglich, aber wieder nur im Rahmen der Beschäftigung. Ja. Und es geht jetzt nicht, dass ich ein allumfassendes, für alle Arbeitnehmerinnen bestehenden Anspruch geltend mache, sondern nur auf meine individuelle Position. Also für die einzelne Person sozusagen. Genau. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn Sie jetzt Wünsche an eine neue Regierung hätte, was sollte denn gerade im Arbeitnehmerinnenschutzbereich irgendwie neu, anders, besser gemacht werden? Also ich habe jetzt keine konkreten Wünsche, dass das Gesetz oder die Verordnung so und so und so neu geregelt werden sollte, aber es wäre schon einmal gut, wenn das AGG hinsichtlich deren Aktualität einmal überarbeitet, novelliert wird, weil nur mein einfaches plakatives Beispiel, Bildschirmarbeitsverordnung stand 1998. Ja. Im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz wird zum Teil noch von Display-Schreibmaschinen gesprochen. Das ist schon ein bisschen länger her, ja? Es ist schon länger her. Also diesbezüglich könnte durchaus einfach mal sozusagen auf diese neuen Technologien Bezug genommen werden und diese einfach einmal sozusagen, dass diese mal in das Gesetz Eingang finden und auch eine Klarstellung dahingehend stattfindet, dass auch auf neue Technologien anwendbar ist. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz in Kombination mit der Fürsorgepflicht, in Kombination mit dem AVG, dass es einen durchaus großen Schutz für die Arbeitnehmerinnen gibt. Es ist nur für den Einzelnen, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, sehr schwierig herauszufinden, was ist denn nun? Welche Regelung ist anwendbar? Bin ich geschützt? Wie bin ich geschützt? Welche Regelung kommt zur Anwendung? Das ist durchaus schwierig. Und hier sozusagen wäre es auch wünschenswert, dass das sozusagen etwas einfacher ist und nicht man schon fast ein Jus-Studium braucht, dass man weiß, habe ich jetzt einen Anspruch? Bin ich geschützt? Ja. Was steht mir zu? Ja. Auch, dass man nicht immer jedes alles also durch die Rechtsprechung klären lassen muss. Ne? Genau, das und ist mehr Rechtssicherheit hat. Ja, das ist natürlich auch im Einzelfall nicht sehr förderlich und auch für das Arbeitsverhältnis nicht sehr förderlich. Also hier wäre eine Klarstellung oder auch eine Vereinfachung durchaus wünschenswert. Ja, liebe Frau Dr. Holzer, danke, dass Sie zu uns ins Podcast-Studio gekommen sind. Wir haben wieder viel Neues erfahren, auch von möglichen zukünftigen Arbeitsmitteln, mit denen wir arbeiten. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja. Danke für die Einladung. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, liken Sie uns, scheren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und bis bald und auf Wiederhören. Das war Recht aktuell, der Podcast. Zu hören auf manz.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Sie haben Themenvorschläge oder Wunschgäste? Dann schreiben Sie uns an podcast@manz.at. Abonnieren, sharen und liken Sie uns, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.